Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wer sich über das Thema feministische Außenpolitik lustig macht wie die AfD, der macht sich heutzutage einfach nur noch selber lächerlich. Und dass Sie ein Problem mit Frauen haben, das sieht man ja auch daran, da muss man einfach nur in Ihre Reihen schauen. Eine feministische Außenpolitik, das heißt, die Rechte, die Repräsentation und die Ressourcen von Frauen sicherzustellen und zu stärken. Es geht um Geld, aber es geht auch um Perspektiven und es geht um Potenziale. Und Außenminister Maas hat sich ja schon sehr wolkig auch zu dieser Idee bekannt. Und wir legen in unserem Antrag sehr viele, sehr pragmatische Vorschläge vor, wie Deutschland in diesem Jahr im VN-Sicherheitsrat und im nächsten Jahr im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft dem ganz konkret pragmatische Taten folgen lassen kann. Schweden und Kanada, die haben das schon auf der internationalen Bühne vorgemacht, wie es geht, und dass das ehrlich gesagt auch ziemlich cool ist. Und es geht dabei überhaupt nicht darum, dass ob Frauen die besseren Menschen sind. Worum es geht, das wird im Handbuch der schwedischen Regierung sehr klar und bestechend erklärt. Zitat: Die feministische Außenpolitik, sie beginnt und endet mit der Realität. Sie basiert auf Fakten und Statistiken zum Alltag von Mädchen und Frauen, und sie möchte konkrete Ergebnisse im Leben von Menschen, übrigens nicht nur Frauen, erzielen. Andernfalls verliert sie ihre Relevanz. Meine Damen und Herren, noch immer sind die Rechte von Frauen weltweit unter Beschuss und wieder mehr. Wenn Frauen nicht selbst entscheiden können, wo, wie und mit wem sie leben, wenn Populisten wie die Präsidenten Trump und Bolsonaro mit frauenfeindlichen Parolen Hass sehen, wenn Frauen und Mädchen bei der Verteilung von Hilfsgütern leer ausgehen, wenn Vergewaltigung und abscheuliche sexualisierte Gewalt in Kriegen systematisch als Waffe eingesetzt werden, dann braucht es eine klare und laute Stimme für diese Frauen, und es braucht jemanden, der für ihre Rechte kämpft. Das internationale Peace-Institut hat Friedensprozesse weltweit untersucht und festgestellt, dass ein stabiler Frieden um mehr als ein Drittel wahrscheinlicher wird, wenn Frauen am Prozess beteiligt werden. Allerdings sind nur 8 von 100 Stühlen an den Tischen von Friedensverhandlungen von Frauen besetzt. Und das muss sich endlich ändern. Übrigens sollte man nicht immer nur mit dem Finger in die Ferne zeigen. Wenn wir glaubwürdig für die Rechte von Frauen eintreten wollen, müssen wir auch auf dem internationalen Parkett gleichberechtigt Frauen in erster Reihe haben. Und wie sieht es da in den deutschen Botschaften aus? Derzeit 20 Botschafterinnen und 132 Botschafter. Das sind keine Zahlen, auf die Heiko Maas stolz sein kann, und da erwarten wir schnelle Veränderungen. Und meine Damen und Herren, ich sitze jetzt seit ungefähr 10 Jahren im Verteidigungsausschuss. Und da kriegt man als junge Frau, so nehme ich immer als junge Frau wahr, so Sachen zu hören wie: Das Mädchen ist ja gut vorbereitet. Und ja, Frau Brugger, wenn Sie dann mal alt werden, das ist ja alles so ein bisschen idealistisch und naiv. Dazu möchte ich 2 Sachen kurz sagen. Die erste ist, wenn ich mir die düstere Weltlage anschaue und auch manchmal die Verschlafenheit und Steifheit der deutschen Außenpolitik, dann muss ich sagen, so eine Prise Idealismus, die kann dem Ganzen nicht nur schaden, sondern die kann die Weltpolitik gut gebrauchen. Und meine zweite Botschaft, die geht raus an alle Frauen und vor allem Mädchen da draußen. Lasst euch nicht entmutigen, glaubt an euch selbst, macht euer eigenes Ding und geht euren eigenen Weg. Vielen Dank. Vielen Dank, Agnieszka Brugger. Nächste Rednerin hatte Peter Bistron für die AfD-Fraktion. So, jetzt kommt Herr Bistron dran. Ja. Meine Güte. Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen uns heute mit einem sexistischen Antrag von Claudia Roth und ihrem Künstlerkollektiv beschäftigen. Ich trenne bewusst zwischen den Autorinnen und dem Rest der Fraktion, denn einigen Gründen ist dieses Elaborat peinlich. Wir werden gleich sehen, warum. Kostprobe aus dem Papier. Frauen und Mädchen werden in allen Regionen der Erde diskriminiert. Ihnen werden gleiche Rechte verwehrt, und es wird verhindert, dass sie politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich gleichberechtigt teilhaben können. Das schreibt eine Frau, Vizepräsidentin eines Parlaments in einem Land, in dem seit 13 Jahren eine Frau regiert. Ja.
Frau Roth, schlagen Sie Grundgesetz nach, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Frauen werden nicht in allen Ländern der Welt diskriminiert. Sie und Frau Merkel sind die besten Beispiele dafür. Oder wurde etwa Angela Merkel zum 8. Mal nacheinander zur mächtigsten Frau der Welt gekürt, auch strukturell diskriminiert und an der gleichberechtigten politischen Teilhabe gehindert? Von wem denn? Helmut Kohl, Roland Koch, Friedrich Merz, Christian Wulff oder Wolfgang Schäuble? Ja, ja, es gibt Länder, in denen Frauen durch mittelalterliche, patriarchalische Strukturen unterdrückt und benachteiligt werden. Es sind allesamt islamische Länder. Und das verschweigen Sie in Ihrem Antrag. Das passt nicht zu Ihrer Ideologie. Sie selbst, Frau Roth, haben Ihren Antrag völlig wertlos gemacht, indem Sie sich im Iran diesen Strukturen unterworfen haben. Da lachen Sie. Jetzt, Entschuldigung, lachen Sie. Ich werde nachher darauf eingehen. Stoppen Sie die Zeit, jetzt werde ich strukturell benachteiligt als Mann. Also, bitte, Ihr Einwurf. So, Herr Bistron, ich versuche hier die Sitzung zu leiten. Ich bitte Sie, wenden Sie sich an die Kolleginnen und Kollegen und ich werde dann gegebenenfalls auf Ihre Geschichten antworten. Frau Roth, es gibt hier schon Diskussionen im Hause, dass Sie der Rolle als Vizepräsidentin nicht gewachsen sind. Sie bestätigen das. So, wir werden diese Äußerung von Herrn Bistron selbstverständlich im nächsten Ältestenrat befassen, wer hier würdig ist und wer nicht würdig ist. Und ich bitte Sie jetzt, in Ihrer Rede fortzuführen. Sie selbst, Frau Roth, haben Ihren Antrag wertlos gemacht, indem Sie im Iran den Frauen in den Rücken gefallen sind, die ins Gefängnis gesteckt werden, wenn sie auf der Straße ohne Kopftuch gehen. Sie haben mit den Mullahs paktiert und dabei auch noch das Symbol der Unterwerfung, das Kopftuch, aufgesetzt. Das ist feministische Politik à la Claudia Roth. Was feministische Politik à la Angela Merkel bedeutet, sehen wir in den letzten 4 Jahren. Brexit zerstört der EU, das gemeinsame Europa gespalten und Deutschland international isoliert. Meine Damen und Herren, Sie sehen selbst, dieser Antrag ist ein Missbrauch des Parlaments für kulturmarxistische Propaganda. Die Autorinnen wollen sich lediglich mehr Geld und Macht sichern mit Quoten für Jobs, für die ihnen die Qualifikation fehlt. Und Frau Roth, Sie wollen einen Paradigmenwechsel? Ja, den sollen Sie haben. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, denn die Alt-68er haben in den letzten 50 Jahren genug Schaden angerichtet. So wie Frau Merkel Europa spaltet, spalten Sie unsere Gesellschaft. Sie hetzen Frauen gegen Männer auf. Homosexuelle gegen Heteros, Weiße gegen Schwarze, Behinderte gegen Nichtbehinderte. Das lassen wir uns nicht mehr von Ihnen gefallen. Wir brauchen keine Spaltung, wir brauchen keine Quoten. Ein Staat treibt Außenpolitik, um seine Interessen zu vertreten. Nicht die Interessen seiner Frauen, sondern die Interessen aller seiner Bürger. Wir brauchen daher eine verantwortungsvolle Außenpolitik für alle Bürger dieses Landes und im Moment am meisten für einen Mann, für Billy Sixt, den Sie im Gefängnis verrotten lassen. Frau Roth, ich spreche daher für jeden einzelnen unserer Wähler. Über 8 Millionen Menschen lehnen Ihren Antrag geschlossen ab. Nächste Rednerin in dieser Debatte, Michelle Müntefering für die